So, Watson. Ah, perfekt. Ich habe die schon unten hingestellt. Ja. Also, ich weiß nicht, wir haben ja noch den Granger von Walker, ne? Ja, mit dem bin ich gerade ein bisschen rumgefahren. Also, ja, ich weiß nicht, ob wir den jetzt wirklich brauchen, weil er das ja auch anmarkt, ne? Ob wir den vielleicht auch für die DTU dann, ne? Ja, ja, ich würde den einfach in die DTU integrieren. Richtig, dann vielleicht macht Spaß, weiß nicht, aber wenn sie den so, ne? Also, wie sie den brauchen. Dann die BF. Wir haben 4 BFs. 3 sind davon ja so grün, ne? Wie sie auch oben draußen stehen. Mhm. Nur die ist halt irgendwie anders. Hat man dazu eine Markierung? Haben die ein Nummerschild? Nee. Watson, tun Sie mir einen Gefallen. Bei dem Granger machen wir es so, dass der dem der DTU einfach zugeführt wird. Mhm, richtig. Ja. Schreiben Sie mir mal bitte zu den ganzen Kennzeichen eine Mail, damit ich weiß, welche weg können und welche umlackiert werden. Bei der BF würde ich einfach sagen, dass wir die auf grün setzen, ja, so wie den Rest genau. Auch, ja? Genau, wie die anderen. Ja. Genau. Und ich weiß nicht, also ich sag mal so, ich bin eigentlich ein großer Fan von den Scharnieren. Ne? Ja, aber das geht nicht. Aber ich weiß nicht, die sind schwarz, der ist grün und ich weiß nicht, was mit dem Police-Scharnier hier vorne passiert ist, aber... Ja, machen Sie mal bitte, also folgendes, geben Sie mir mal bitte die Nummernschilder mit dem Fahrzeug und was da aktuell das farbliche Problem ist und was es sein sollte. Küchen. Ja, das ist ja relativ entspannt hier bei den 5. Genau. 6 sind also mehr ist es halt nicht. Okay. Mein genau. Gott, sieht wirklich ein bisschen merkwürdig aus. Ja, wie schon. Ne? Ein bisschen Metallic drauf. Wo ist das matt? Ich weiß nicht, was mit dem... Ja, das ist matt irgendwie mit, keine Ahnung, beige, was weiß ich. Sieht absolut komisch aus. Gucken Sie sich mal das Dach an. Ja, das Dach ist weiß. Okay. Das ist ganz komisch. Ja. Aber so, schreiben Sie mir einfach eine Mail, roger-harris@mail.ls, und dann veranlasse ich, dass wir das ändern. Optimal. Perfekt. Super. Guten Tag. Hallo Werner. So, kurz für Sie zur Information, ich weiß nicht, wer es mir gemeldet hat, aber der PC in der Asservatenkammer funktioniert jetzt. Sehr gut, das ging doch schnell. Ja? Das heißt, da kann man jetzt diese Seriennummern abfragen. Ja? Hervorragend. Okay. Jawohl. Keith, was gibt's? Ah, machen Sie sich mal locker. Chief Boss. Was denn? Eventuell muss ich, ja. Ja, kommen Sie mal im Büro. Was müssen Sie? Eventuell muss ich... Wie, das klingt schon nicht gut. Wie sind Sie heute drauf? So bin ich drauf. Scheiße. Okay, Was denn? Ich wollte eventuell meine Marke hier, nee, Spaß. Chief. Sehen Sie mich lachen. Chief. Ich hab gelacht, das reicht. Chief. Hm. Warum können die Officer keine Bürgerakten editieren? Weil die Gefahr zu groß ist, dass die rummanipulieren. Scheiße, Mann. Chief. Wir haben
Zugangsfreigabe ab Sergeant, glaube ich. Oder Lieutenant. Ab Sergeant? Ja. Sie wissen, was das für jeden Sergeant heißt, ab Sergeant. Da kommt jedes Detail, was irgendwie eine Bürgerakte muss, kommen die angerannt. Ja, kannst du das, kannst du das, kannst du das? Bleiben Sie mal da stehen. Da kommen wir wieder zum Sekretär zurück. Wo ist denn Hall? Moment. Hall. Frage. Wollen wir die Bürgeraktenzugriffe ermöglichen ab PO1? Ja, da hatte ich Sie schon vor anderthalb Wochen drum gebeten. Weil das Problem ist, dass sonst keiner die Akten editieren kann, wenn da solche Fahrverbote etc. eingestellt werden müssten. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einen Mittelweg, PO2. Dann sind wir so aus dieser kompletten Rekrutenphase raus und dann hat aber jeder, der Zugriff haben muss, Zugriff. Okay. PO1 wäre mir halt persönlich immer noch lieber. PO1 wäre Ihnen lieber? Ich vertraue Ihnen, Hall. Es sind da keine sensiblen Daten. Das ist einfach nur, um das Notizen eintragen zu können. Alles klar, ich veranlasse, das sollte zeitnah funktionieren. Wunderbar. Ich alles klar, danke. Okay, ja, ist auch okay. Wenn der Hall das sagt, dann... Darum, das ist halt richtig. Aber Sergeant ist viel zu hoch für das Editieren, also... Ja. Und wie sieht es eigentlich aus mit PD-Quads? Haben Sie sich da mal Gedanken zugemacht? Nein, aber wir haben doch BF-400. Ja, aber so ein Quad ist auch nochmal was. Nein. Ja. Was denn? Okay. Nee, das waren meine Fragen. Ansonsten hoffe ich, dass meine Arbeit auffällt bei Ihnen. Mann, sehen. Was fällt mir auf? Bitte? Was mir auffallen soll? Meine Arbeit. Ihre Arbeit also? Hm? Also positiv hoffe ich, dass sie auffällt. Mhm. Positiv also. Hoff's doch. Sie sind Sergeant, oder? Korrekt. Herzlichen Glückwunsch, Keith. Sie sind mir 2 Tage lang nicht auf den Sack gegangen. Sie sind jetzt Lieutenant. Verdammte Scheiße. Heißt, wenn ich nochmal 2 Tage nichts mache... Nein. Also Chief, damit habe ich mein... Scheiße. Also, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber das ist so mein Punkt gewesen, wo ich hinkommen wollte. Sie wollten Lieutenant werden? Jetzt müssen die nächsten... Ja. Also Sie staffeln aber ganz schön tief. Ist Ihnen klar, dass ich da drüben seit mehreren Wochen ein Assistant-Büro offen habe und sich keiner hier in irgendeiner Form beweist? Die sitzen hier alle rum und wie Kaulquappen, die sich entwickeln. Ich habe hier aber noch keinen Oberfrosch. Also denken Sie da an mich, Chief, oder was? Nein, ich denke hier aktuell an niemanden, weil sich niemand beweist. Ja, Chief Boss, wenn Sie den Befehl geben, dann mache ich das. Aber nein. Ich bin halt... Dafür gibt man keinen Befehl. Bürostuhl. Ja, ich bin da, aber ich weiß nicht, ich bräuchte einen Stuhl dann auf der Streife draußen irgendwo. Nee, Sie passen da nicht rein. Ja. Sie können solche Arbeiten nicht machen. Ich bin mehr fürs Grobe da, verstehen Sie? Also Sie machen das schon gut. Deeskalierende Grobe. Naja, ist schon okay. Was ist denn gestern vorgefallen? Ich wurde gerade von der Presse angesprochen, dass der Nakamura seine Gehirnflüssigkeiten an der Tapete der Staatsanwaltschaft hängen. Ach du Scheiße, das wissen Sie noch gar nicht. Nee, weiß ich nicht. Der Herr Nakamura hat gestern mit einer weiteren Person, wo ich den Namen nicht weiß, Herr Graham... Suicide by Cop oder was? Ja, so ungefähr. Die wollten so viele wie möglich mitnehmen. Und wir mussten das dann kurzerhand, als Herr Lewis angeschossen wurde, sind wir halt da reingestürmt. Scheiße. In das Büro. Ja. Dem Officer Price oder dem, ich glaube, Lieutenant ist er, keine Ahnung, geht's da jetzt auch nicht so gut. Also Price, ich, Smith, Miller und ich glaube Thor war noch dabei. Wir waren so die stürmende Einheit. Hayford war auch noch dabei, der hat aber erstmal was abgefangen. Mhm. Ja, Hayford liegt noch im Krankenhaus, Price war gestern ein bisschen aufgelöst davon, der kam damit nicht so klar. Ja, aber wir haben die Täter wortwörtlich eliminiert.
Ja, das ist natürlich nicht gut. Das ließ sich aber nicht vermeiden. Wie gesagt, Herr Lewis wurde angeschossen, Herr Graham wurde vorher schon zu Boden geschlagen. Aha. Da stand noch drin der Herr Müller, ja. Der wurde von Hayford zu Boden geschlagen und die anderen beiden haben wir Waffengewalt. Ja. Verstehe. Verdammte Scheiße. Müssen wir da irgendwen informieren oder ist da alles informiert worden? Was ich war vorhin schon dort. Also da ist jetzt der Tatortreiniger, der dann die letzten Leichenteile da noch irgendwie, keine Ahnung, hat es gestunken. Das meinte ich eigentlich gar nicht. Ich meinte die Familie. So, ich denke, das macht SMD. Also die Frau von Nakamura war gestern im Nebenraum und wurde von der Kollegin Mitchell begleitet. Weil sie hat uns gesagt, dass der Herr Nakamura da quasi so ein Selbstmordkommando vorhat. Ja, die hat es dann gestern wohl oder übel mitbekommen. Hm. Also die Leute, die jetzt noch im Knast sitzen, die wir gestern eingesperrt haben, die werden das jetzt noch nicht mitbekommen haben. Okay. Aber ja, mal gucken, was sich da jetzt entwickelt. Sind ja noch drei Leute auf der Liste. Fahndung ist. Hm. Ganz genau. Okay, andere Frage. Kennen Sie Immobilienmakler? Oder Innenraumausstatter? Ich glaube, vom Herr O'Hara, die Frau. Vom O'Hara, die Frau? Ich meine, der hat das mal erwähnt. Weil ich habe eine schöne Immobilie erworben, ja. Aber das sieht innen aus wie eine Crackhülle. Da ist es schief. Ja, da ist es doch. In der Southside oder was? Nee, das ist, sie wollen nicht wissen, wem die gehört hat, aber da bin ich reingekommen und dachte, nein. Nein. Okay. Deswegen brauche ich jemanden, der das mal general überholt, auch gegen Gebühren. Wissen Sie, ich will da so eine schöne, moderne Einrichtung. Mhm. Also da müssen am besten mal einen O'Hara anfragen. Ich meine, der hat es mal erwähnt, dass seine Frau da in dem Business ist. Ist natürlich nicht da. Aber es muss doch irgendwelche. Es muss doch einen Ansprechpartner dafür geben. Ich guck mal kurz hier in die Cloud. Ach, ich muss auch noch wählen. Kann man wählen? Man kann wählen. Ja, das habe ich noch nicht mitbekommen. Fahren Sie mal zum Rathaus und holen sich so einen Wahltoken ab. Ja, ich muss jetzt erstmal auf die Wahlveranstaltung da. Wir haben eine Wahlveranstaltung? Ja, an der Bank oben. Da sichern auch Kollegen ab und Holland gebeten, dass sie die Juda mal privat, also zivil hingeht. Ja gut, dann komme ich direkt mit. Sehen Sie? Warme. Und danke. Sie machen einen guten Job, Keith. Sie gehen mir nur auf den Sack. Ja, also mache ich auch gut. Waren Sie mit mir? Ich brauche gerade noch einen Ballermann. Naja. Ja? Hätten Sie Zeit für ein persönliches Gespräch? Ja, kommen Sie kurz. Mhm. Name? Alan Hartmut, PD 14. Sind Sie noch Rekrut? Nee, nicht Rekrut, aber noch PO1. Da okay. Wollte ich mal nachhaken. Wie lange schon? 3 Wochen. Hartmut, alles klar. Ich spreche mit zuständigen Stellen und gucke mir mal, ob wir da Sie rausheben können. Okay. Ja? Dann danke Ihnen. Kein Problem. Darum ging es jetzt. Genau, darum ging es. Das war das Einzige. Alles klar. Wir nachhaken. Sprechen Sie mich bitte heute im Laufe des Tages nochmal an. Ich spreche mit den Leuten. 3:03, ja. 10:23. Intercontinental. Also direkt mal auf Kofi zugeben. Was ist mit Hartmut, P01? Kann der auf P02? Haben Sie eine Einschätzung? Ist der irgendwie aufgefallen? Vielleicht auch Ihnen, Riker? Hartmut. Ja, läuft der gerade die Leitstelle rum? Sagt mir gar nichts. Ja, dann suchen Sie mal das Gespräch. Der spricht bei der Leitstelle rum. Vielleicht kriegen Sie mal ein bisschen was aus dem raus. Ja. Ja. Einschätzung. Dann würde ich mir den einfach mal schnappen und mit auf Streife nehmen, ne? Na ja, klar. Wie lange sind Sie jetzt da? Eine Woche seit heute. Ach, Carter! Wie geht's Ihnen? Ja. So weit, so gut. Was Carter, die Smith hier gerade die ganze Zeit andeutet, ist, dass sie vielleicht PO1 werden. Mhm. 6-10-8. Das ist schon bereit, PO1 zu werden. Wie sind sie mit ihren Krücken aus? Die Krücken habe ich schon abgegeben. Stützschiene ist auch schon weg.
halt einschmieren und beobachten, wenn es wieder schlimmer wird, nochmal hin. Ansonsten. Lass mich raten, die haben dir Voltaren verordnet. Natürlich. Dann nehmen sie mit. Sie legen das Voltaren ab und sie kriegen ihre P01 Marke. Wollen Sie dafür mal ein Voltaren haben? Ich will Ihr Voltaren verdammt nochmal nicht haben. Ich habe da auch eine ganze Badewanne voll davon. Und mit Kater? Und nehmen Sie Ihre Vitamine, das sagt die Smith immer. Ja, das auch. Harris? Ja, Chief Boss, wo sind Sie? Ich stehe im Vorraum immer noch. Ach so, ich bin vorne an den Autos. Ja, ich komme nach vorne. Alles klar, Anmark Buffalo. Ich bin mit der DTU auf Streife, mit Keith. Brauchen wir uns ein? Sie können eine Einteilung machen, wir sind aber DTU-Streife bei der Wahlveranstaltung. Genau, dann sind Sie DTU-Streife Nummer 7. Okay. So, let's go. Wir sind DTU-Streife 7. Ja gut, die DTU hat meistens keine Streifennummer. Ja, aber wir sind trotzdem Streife 7. Ja. Wo ist das oben an der Bank? An der Bank, hat der Hall gesagt, ja. Wahlveranstaltung. Wissen Sie, wer mich heute Nacht angerufen hat, Chief? Nein. Der Herr Müller. Ehemals Staatsanwalt? Ja, der stand ja gestern auch mit in diesem Raum, als Graham bedroht wurde und Louis. Ach du Scheiße. Der hatte einen Termin mit dem. Ich meine, der war betrunken, als er mich angerufen hat. Zumindest hat sein Gesappel keinen Sinn ergeben. Er sagte einerseits, er möchte mit uns ohne Anwalt reden. Andererseits möchte er aber auch für die Themen, weshalb wir ihn befragen wollen, einen Anwalt dabei haben. Ja. Also. Okay. Ganz, ganz komisches, ja. Er hat sich beschwert, dass es jetzt schon 4 Tage her ist, dass wir dem eigentlichen Termin gegeben haben zum Gespräch und es jetzt nicht geklappt hat. Ja. Ja, Smith? Haben Sie das Haus bekommen? Ja, vielen Dank für die Information, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Inneneinrichtung, naja. Naja, das haben wir auch so übernommen. Kann man da eigentlich noch aber was machen? Da müssen Sie mal mit dem Makler reden. Wer ist denn der Makler? Ich versuche die ganze Zeit herauszufinden, wer das ist, Smith. Es gibt Immobilienmakler, die finden Sie auf einem, also ich glaube, hier mal die Wo ist die Veranstaltung? Ach, Maceball. Oder nein, ich brauche Moment mal kurz. Ja. Steigen Sie mal ein. Ja, wir kommen. Ich guck gerade mal. Makler. Nee, 4x4. 4x4. Ja. Ich glaube 13. Dann, dankeschön. Bitte. Bis dann. 4x4. Welche Bank war das jetzt? Nicht Bank, ich hab Mace Bank, also die Mace Bank Arena. Nicht die Mace Bank. Eine Arena? Ja. Naja. Ist doch die hinter der South, oder nicht? Ganz genau. Ah, da hinten. Ja. Machen Sie ruhig an, da könnte dicke Luft sein. Ich habe 13.8. Nur von welcher Seite? Ich schwöre, links mal rum. Ah ja. Hier vorne, ja. Ja, ich dreh. Da kann man da hinten auch drauf fahren? Nee. Ich glaube nicht.
oder? Ah, das ist ein Treppen hier. Wir müssen hinten drauf. Ja. Also mal weiter. Muss da irgendwo hinten was geben. Ja, dann... Haken einfach hier vorne dran. Machen Sie zumindest Signalwarnung an. Stumm. Okay. Da ist gerade noch meine Dienstmarke hier rein. Harris? Riker? Sind Sie noch im Haus, Chief? Nein. Okay, ich wollte nur mal ein Lob aussprechen für Officer Mitchell. Wir hatten gestern eine Geiselnahme und ich hatte die Einsatzleitung und sie hat sich um die Ehefrau von Nakamura gekümmert. Sehr einfühlsam, also das war eine Top-Leistung von ihr. Mhm. Wollte ich nur mal lobend erwähnt haben. Mhm. Okay, habe ich so notiert. Sehr schön. Dann bis später. Bis dann. So. Wahnsinn. Okay. Wann soll das denn hier losgehen? Harold sagte um 20 Uhr. Also jetzt? Ja. Scheint ja viele Leute zu interessieren. Okay. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber wir haben mehr Beamte hier als normale Personen. Ja, also... Noch? Ja... Immer fragen. Ja, soll jetzt losgehen. Okay. Harris? PD26, Smallwood. Störe ich gerade, Chef? Nee, was gibt's? Wir haben oben bei Grapeseed haben wir ein SUV in die Impound genommen, der auf diesen Griechen, wie Herr Scott mir sagte, zugelassen ist. Ich wollte Sie nur informieren, dass der in der... ist abgeschleppt. Dieser Pastapopoulos. Ach so, ist ja. Abgeschleppt auf jeden Fall. Ja, das wollte ich nur sagen. Kein Problem. Ja. Danke für die Infos, Smallwood. Gerne wohl. Ciao. Ich komme mir vor, als wäre ich zu früh auf einer Party. Kennen Sie das? Wenn es heißt, um 9 geht's los und die Leute, die um 9 da sind, stehen dann genauso hier? Nee. Das kenne ich nicht. Party kennen Sie nicht, oder? Als ich letztes Mal auf einer Party war, hatte ich noch ein Afro. Scheiße. Was denn? Ach du Scheiße. Das hat man so getragen in den 80ern. Sie kennen auch nur das Extreme, ne? Entweder extrem lang oder extrem kurz. Naja. War ich noch jünger. Vielleicht interessiert das einfach hier keinen. Das Gefühl habe ich auch, ja. Stimmt, es stellt sich raus, dass einfach man 3 Stimmen abgeben kann. Für 3 komplett inkompetente Teilnehmer. Einer aus Unger, einer aus Herr Kreuzer und einer aus jemand anders. Den Kreuzer die Flachpfeife wähle ich bestimmt nicht. Der wollte sich um ein Ticket diskutieren, weil er mit gefühlt 200 Sachen durch die Stadt unterwegs war und wir haben angehalten. Er hat diskutiert wegen 2500 Dollar. Naja. Also wir sind 180 gefahren, um ihm hinterherzukommen. Arena unter Grau Street. So, Bürgermeisterwahl. Was? Oh Gott.
So. Für wen vote ich hier? Karl-Heinz Unger, Robert Kreuzer. Was machen Sie da am Tablet? Ich wähle. Die wählen. Ich wähle gerade. Jetzt in diesem Augenblick habe ich meine Stimme abgegeben. Leitstelle für Streife 2, komme. Ach du Scheiße. Ich mache das so wie in der Politik immer üblich. Das geringere Übel. Wollen Sie Pest, Cholera oder Herpes? Ich würde Herpes nehmen. Ich korrigiere. Streif, ich habe mich für Herpes entschieden, natürlich. Leitstelle für Streife 2, kommen. Und Leitstelle hört, kommen. Eine 1029 für ein Janko. Was brauchen wir da? Ein Token? Kommen. Genau, da müssen Sie zur... Aber das, die sind auch hier. Theoretisch können die Ihnen wahrscheinlich auch hier helfen. Ach, sind die von der FEC da vorne? Ja, die haben mir gerade gesagt, dass... Janko, I-A-N-T-O. Kriegt man das nicht automatisch zugeschickt? Nein, da muss man mit dem Personalausweis und so durchgehen. M-S-L-I-E. Schönen guten Tag. Sie sind von der FEC, nehme ich an? Bitte? Sind Sie von der FEC? Nee, Life Invader. Sie sind von Life Invader. Verdammte Scheiße. Haben Sie irgendwo FEC-Mitarbeiter gesehen? Ja, also da hinten, wo die Polizei steht, das ist Herr Zellmer. Oder hier vorne, die mit den lila Haaren, das ist Katharina. Die sind von der FEC. Ah, fantastisch. Danke Ihnen. Streife 2, 10, 4. Streife 2, enter. 06, 7, 41, MRPD. Schönen guten Tag. Hallo. Hi. Kann man bei Ihnen einen Wahltoken abholen? Nee. Ja, schlecht. Scheiße. Sind Sie nicht von der FEC? Nee, ich bin von Crime Time Mysteries. Ach, verdammte Scheiße! Ich hab gesagt, Sie sind von der FEC. Sie sehen, wir wurden gerade zu Ihnen hingeschickt. Ich glaube, die hatte mein Hinterfeld gemeint bei der Polizei. Aber ich kann meinen Ihnen verkaufen, wenn Sie wollen. Ja. Was? Mann, Sie wollen den verkaufen? Ist das ein illegaler Deal? Ist das eigentlich erlaubt? Sie sind daran illegal. Streife 2, 10, 19, MRPD. Nein, da weißes Hemd, der Zelma oder wie der heißt. Ach so. Ja. Sie sind auch von Crime Time? Ja, ist mein Mitarbeiter. Pete. Ja. Pete, alles klar. Der ruft immer schweigsam, alles klar. Harris? Was? Schweigsam? Ja, nee, ich rede hier gerade mit jemandem. Die Mail ist raus und ich hatte Verbandskästen drauf. Hat sich das Rad schon gedreht bei dir? Ja. Sehr gut. Wenn Sie gekauft haben, kriegen Sie von mir noch zurück. Sie haben 1439. 20. Ja, machen wir später. Ja. Watson, machen wir später. Okay. Perfekt. Ich gehe das alles durch und dann holen wir diese Fahrzeuge da mal in die Spur. Ja, optimal. Na dann. Okay. So, bis dann. Guten Abend noch. Ja, ich habe uns auch gerade. Genau. Erzähl mal. Sagen Sie, Sie verteilen immer noch die Tokens, oder? Natürlich. Wo ist denn hier mein Kollege? Kief, jetzt holen Sie sich meinen Token hier. Ja, ich soll mich hier anstellen. Verdammte Ach so. Scheiße. Ja. Hier hat sich eine richtige Schlange gebildet. Ja, genau. Also die wollen hier alle, die wollen alle noch einen Token haben. Fantastisch, gut, dann weiß ich Bescheid. Dann lasse ich die Officer hier stehen. Na, hier hat sich jetzt eine Schlange gebildet. Wollte gerade sagen, dann stellt euch hinten an, aber wenn ihr kannst Wie brauchen Sie einen Token? Wollen Sie das verkaufen oder was? Nee, aber Sie können kurz mitkommen. Warum trägt der Mann einen Helm eigentlich? Was gefahren ist. Wenn du noch einen zweiten Perso auftreiben kannst. Der Herr Chief möchte einen Token bei euch. Der Chief möchte einen Token? Was Na, dann gehen wir noch mal ein Stück zur Seite. Was für ein nicht? Was passiert hier gerade? Nicht so, Chief, was machen sondern Sie? Chief. Guten Tag. Sie möchten einen Wahltoken haben, habe ich das richtig verstanden? Der Mann zu meiner zu Ihrer Rechten möchte einen Wahltoken. Ich habe bereits einen. Herr Kreuzer, Sie dürfen da nicht parken. Nicht Chief, sondern Kief heiße ich. Kief. Genau. Ja, okay, habe ich verstanden. Geben Sie dem Mann einfach mal das Personal. Kief ist doch gut jetzt hier. Genau, geben Sie mir mal den Personalausweis. Scheiße. Bitteschön. Vielen Dank. Mhm. Haben Sie irgendwelche Besonderheiten an Ihrer E-Mail-Adresse? Oder ist es einfach Vorname-Nachname@mail.ls? So, ja, genau. Alles klar, perfekt. So, dann dauert es jetzt einen ganz kleinen Augenblick. Oh, da hinten ist ein Foodtruck. Gibt's da umsonst Essen? Umsonst sicher nicht. Scheiße. Die kriegen noch ein gutes Gehalt. Naja. Was?
Sie wissen doch, wo ich vor ein paar Tagen war. Ich hab's Ihnen doch erzählt. Was, in der Suppenküche oder was? Nein, wo ich meine Investitionen drin habe. Ach so, Investitionen. Ja, das wird sich ja lohnen, wenn Sie so viel investieren, dass Sie sich nicht mal mehr einen Burger kaufen können. Man tut, was man kann. Man lebt für den Job. Mhm. So. Dann kriegen Sie einmal Ihren Personalausweis zurück. Vielen Dank. Und dann dürfen Sie einmal Ihre E-Mail überprüfen und schauen mal, ob Sie eine Mail von uns bekommen haben. Streife, hört Sie kommen. Also, jetzt muss ich mich da wieder anmelden. Also richtig. 10-8. Kommen. So zum Fehlerstelle. Wenn dem so ist, werden Sie in dieser Mail einen Zahlen-Buchstaben-Kombinationscode finden, den Sie dann in der DigiBoard-App eingeben können. Das heißt, Sie haben mit Sicherheit die neue App auf Ihrem Tablet bemerkt, DigiBoard. Dort geben Sie das Token ein, dann kommen Sie weiter zum eigentlichen Wahlvorgang. Da sehen Sie dann nochmal alle drei Kandidaten und können sich dann für den Kandidaten Ihrer Wahl entscheiden und Ihre Stimme dafür. Warum steht hier bei einem keine Angaben? Wer weiß ich, was der macht? Ja, das liegt an dem Kandidaten in dem Fall. Also jeder Kandidat hat die Möglichkeit, da einen Text hinterlegen zu lassen. Der ist raus. Und wenn jemand sich dagegen entschieden hat, dann können wir da vielleicht was reinschreiben, ja? Okay, du hast doch den Namen gelesen, dass du überhaupt noch in Erwägung ziehst, was er da reinschreibt. Ich wollte neutral bleiben. Genau. Vandenberg ist das nicht der... Er will Cannabis legalisieren, jawohl, da sind wir dabei. Na, weniger Arbeit für uns, ne? Ja. Und auch, ja, weniger Arbeit. Perfekt. In diesem Sinne, wenn Sie Ihre Wahl schon durchgeführt haben, dann können Sie auch ab Montag, also ab dem 10.05. 0 Uhr, können Sie in der App direkt das Ergebnis abrufen. Das heißt, da wird das Ergebnis dann öffentlich bekannt gegeben. Das läuft aber auch natürlich nochmal über Weasel News und über alle gängigen News-Kanäle. Darüber berichtet Weasel News wieder, ne? Wenn die Polizei gute Arbeit macht, nicht? Ja, dann müssen Sie der Weasel News entsprechende Informationen geben, dann berichten die mit Sicherheit auch. Aber gut, alles klar. Vielen Dank, Ihr Name. Ich den Herrn einen schönen Abend. Ja, wie ist Ihr Name? Harrison ist mein Name. Sie sind der Herr Harrison. Gut gemacht, Herr Harrison. Vielen Dank, einen schönen Abend. Danke Ihnen. So. Ja, scheinbar bleibt sie ruhig. Cooper, sagen Sie, tragen Sie einen Helm? Ja. Wegen der Gewaltpotenzial. Hallo, Frau Song. Gewaltkonfliktpotenzial oder was? Ehrlich gesagt nicht, nee, sondern wegen den Mopeds, die wir mitgebracht haben. Und wir sollen nachher nochmal hier ein bisschen rumfahren und gucken, dass alles in Ordnung ist. Okay. Die Song ruft mich an. Und dann kann ich so super schnell auf den Moped springen. Haha, Klingelstreich. Und ich glaube, der Herr da unten will nach Hause laufen, wenn er da stehen bleibt. Denkst du? Mach dich mal locker, bitte. So, jetzt? Ich kann sie dir auch einfach direkt geben. Ja, das funktioniert auch. Ja, sag an. Ja. 1. Schade, ehrlich gesagt. 7. 3. 9. 8. Ja. 5. Langsamste Nummer und Vorleser, den ich jemals gehört habe. Ja, hoffe ich. Moin. Ja, vor können auch wir hier sein. Sind Sie vom Foodtruck hier oder stellen Sie einfach nur dazu und hoffen, dass der aufgeht? Nein, ich bin vom Foodtruck. Achso, Sie sind da. Ja. Naja, was gibt's denn? Was bieten Sie denn an? Wir sind vom Beach Club. Wir bieten Rumsteak, Kräuterseiblingsspieße, gefüllte Champignons, Lachssalat und Frühstücksburger. Ich hätte gerne Rumsteak und einen gefüllten Pilz, glaube ich. Mache ich ihn fertig. Super, danke. Ja, Mann, 20.15 Uhr. Zeit für den Frühstücksburger. Wollen Sie auch was essen, Herr Kinnen?
Ich glaube, die haben ja ganz schlechte Karten, du. Naja. Streife 6 verunfallt am Dispatch. Ist das was? Ja. An dieser Wahl gibt's echt nichts Gutes. Haben Sie mal optimistisch. Ja. Naja, ich habe jemanden gewählt, von dem die ganzen Punkte eigentlich schon umgesetzt sind. Ah, der mal so auch das kleinste Übel gewählt. Ja, genau. Das ist doch gängige Politik, ja? Ja, stimmt wohl. Immer das geringste Übel wählen. Ja, und wann soll das hier anfangen? Es ist seit 15 Minuten am Laufen. Ja Mensch, die Leute sind ja richtig begeistert. Streife 6 für Streife 3 kommt. Seien Sie nicht mal nicht so zynisch hier. So. Ah. Streife 6 wird Sie kommen. Wird eine 1090 zur Abholung benötigt kommen? Wir würden wahrscheinlich erstmal ins MD verlegen kommen. Nochmal die Pilze schon mal. Mhm. Nochmal die Rumsteak. Also 10-4, Streife 3 Ende. Streife 2, 10-8. Und das Rumsteak. Was kriegen Sie? $75. So, $75. Bar oder mit Karte? Nee, Bar, Sie kriegen das hier. 100, danke. Okay. Passo. Vielen Dank. Lassen Sie sich schmecken. Danke. Oh ja. Gefüllte Pilze mag ich. Gefüllte Pilze. Und Rumsteak sogar. Ja, was haben Sie denn im Angebot? Wir haben Rumsteak mit Potato Wedges, Kräuterseitenspieße, gefüllte Champignons, Lachsalat. Ja, ich nehme das Steak. Einmal? Ja. Super. Frage, wurde der ACLS schon verständigt kommen? Was schnaufen Sie so? Nichts. Ich bin von der Spannung förmlich zerrissen hier. Ich dachte schon, Sie haben da jetzt das Essen zu schnell inhaliert. Nee, nur die Pilze. Ah. Hm. Gucken Sie es schnell nicht, dass ich hier Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen muss. Irgendwas? Ich möchte nicht, dass der Chief in meiner Gegenwart ins Krankenhaus eingeliefert wird, weil er sich verschluckt hat. Also wenn ich nicht die Kompetenz habe, Essen zu verdauen, dann sollte ich nicht die Kompetenz haben, Polizeichef zu sein. Ja, okay, das ist ein Argument. Das stimmt. So wie jemand, der keine Angaben bei der Beschreibung seines Amtes macht, auch nicht die Kompetenz haben sollte, Bürgermeister zu werden. Sehen Sie? Da schließt sich der Kreis. Tja, alles logisch und schlüssig. Ja. Ich hab jetzt Bock auf so ein schönes Steak. Bekommen Sie sofort. Einen Moment. Schreib 4, 10, 7. Streife 3, 10, 7. So, einmal Ihr Steak. Der Herr. Okay. Dann nehme ich's. Möchten Sie, also Sie möchten auch ein Steak? Ja, das Größte, was Sie haben. Mach ich. Im Brötchen, wenn es geht. Rumpsteak in einem Brot. Ja, es muss ja auf die Hand passen hier, schnell. Ich hab Hunger. Okay. Das passt. Barsch mir rein. Ich den ganzen Tag schreibt das Chief, wo ich da dran schön essen kann. Entschuldigung, bitte, wo kommt denn das jetzt her? Es muss alles schnell auf die Hand und muss schnell gegessen werden. Hm. Also so sehr, wie das letzte Mal eskaliert ist, ist es auf jeden Fall hier voll nicht. Die letzte Wahlkampfveranstaltung war auch im... war doch super, super voll. Am Observatorium. Ja, da war ich nur an der Grenze zum Observatorium bei den Streifen. Weil es mir das zu heiß da oben war. Ja.
Einmal ein Steak. Da ist immer ein geil, danke. Bitte, das macht dann $50. Oh. Also mal, das mache ich bar. Okay. Bitteschön. Vielen lieben Dank. Guten Abend. Gerne doch. Danke. Danke. Direkt reinschmachten hier. So langsam kommen ja aber auch die Leute her. Mit der Anordnung der Fahrzeuge finde ich das aber erst merkwürdig hier. Hm. Tatsache, ja. Aber das wird jetzt hier in der Wahlveranstaltung, aber die Leute, die kandidieren, sind gar nicht hier. Oder haben sie die nicht hier? Weil ich habe keinen von denen, glaube ich, gesehen. Gute Frage. Fragen wir doch mal die Herren, die es wissen. Nächste Frage. Also die sollten hier sein, ja? Also wir gehen davon aus, dass die auch hier sein sollten. Also das sind wir 23 Minuten zu spät, da hat eigentlich keiner eine Stimme verdient. Hm. Scheiß, hab schon mal abgegeben. Ja, denke ich mir auch. Ja, okay. Dann danke. Jo. Hier vorne steht der Briggs. Na, ich glaube, den Peanut habe ich da hinten schon gesehen. Die überlegen bestimmt schon wieder Blödsinn zu machen. Ja. Sicherheitsdienst da vorne, der macht mir wirklich keinen guten Eindruck, vor allem mit den Fahrzeugen. Mhm. Aber die haben das hier ja auch aufgezogen, als würden hier jetzt 500.000 Leute herkommen. Ja gut, man muss auch sagen, das letzte Mal war es wirklich katastrophal. Da waren ja wirklich so viele da. Das ja, war gut, vollkommen verrückt. Wir gucken mal auf den Parkplatz. Wir können ja von hier oben auf den Parkplatz gucken hinten.